Wir verlassen den Polarkreis und fahren in Richtung isländische Südküste. Auf dem Weg dorthin machen wir einen kurzen Abstecher nach Hvammstangi, um eine kleine neu entstandene Forschungsstation zu besuchen. Die Wissenschaftler beschäftigen sich hier in erster Linie mit dem Schutz der an ihrer Küste lebenden Robbenarten. Wir fragen, ob wir die Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum besuchen dürfen und bekommen sogar ein paar Tipps mit auf den Weg. Die Tiere haben eine natürliche Neugier und schwimmen manchmal sowieso dicht an Leute heran. Wir haben das noch nicht wissenschaftlich untersucht, aber sie werden euch mit Sicherheit genau unter die Lupe nehmen. Am besten bewegt ihr euch gar nicht großartig. Die werden schon von alleine kommen. Wir haben uns mit Gudmundur Johannesson, dem Besitzer einer kleinen Bucht, verabredet und dürfen mit seiner Erlaubnis zu den Robben ins Wasser. Unter einer Bedingung. Der Weg dorthin führt durch ein Brutgebiet von Eiderenten. Er bittet uns, besonders vorsichtig zu sein. Die ersten Seehunde haben uns bereits bemerkt. Sie liegen weit draußen am Ende der Bucht. Ja, wollen wir hier an Land bis zur Spitze gehen? Ich denke, das ist die kürzeste Entfernung, ne? Sonst müssen wir schwimmen die ganze Zeit. Ja, gut. Dann lassen wir schnell. Wir verlassen uns bei den Robben also auf die versprochene natürliche Neugier und nähern uns den Seehunden an der Wasseroberfläche. Wir werden nicht enttäuscht. Das Interesse scheint auf Gegenseitigkeit zu beruhen. Immer wieder schwimmen die Seehunde auf uns zu und beobachten genau, was sich in ihrem Revier abspielt. Während die älteren Seehunde ein wenig mehr Abstand halten, werden die Jungen mutig. Gudmundur beobachtet uns vom Ufer aus. Seine Aufmerksamkeit gilt aber mehr den Eiderenten. Denn ihre Daunen bringen ihm einen guten Nebenverdienst ein. Die meisten Enten haben gerade Nachwuchs bekommen und dürfen deshalb nicht mehr gestört werden. Der beste Zeitpunkt, um ein paar Daunen aus dem Nest zu nehmen, ist kurz vor dem Schlüpfen. Schau mal, die Daunen haben kleine Häkchen und halten sich gegenseitig fest. Das macht das Einsammeln einfacher. 60 bis 70 Nester bringen mir ungefähr 1 Kilo Daunen. Das sind dann ungefähr 1 Million Daunen, erzählt er uns. Und die kann er teuer verkaufen. Eine gute isländische Eiderdaunendecke kann schnell 3.000 Euro und mehr kosten.